Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute spiele ich mal ein Spiel, das meine bezaubernde Lady sich gewünscht hat. Und zwar haben wir das letztens, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auf der Börse in, lass mich nicht lügen, in Saarbrücken haben wir das mitgenommen. Und zwar Bubble Bobble. Wir haben das da in der japanischen Version mitgenommen. Wir spielen jetzt natürlich nicht die japanische Version. Ich habe Bubble Bobble noch nie gespielt. Ich habe aber eine grobe Ahnung, was das für ein Spiel ist. Die Story interessiert uns jetzt mal nicht. Oh, okay. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. War das nicht eher sowas wie so eine Art, sowas wie Peggle? Dachte ich. So, jetzt habe ich die da alle eingebabbelt. Und was mache ich jetzt? Jetzt noch runter. Also ich kann hier immer eine Ebene hochspringen. Das sind die Gegner, die ich eingedingst habe. Okay. Auf die springe ich drauf. Verstehe ich nicht. Habe ich es jetzt geschafft oder habe ich versagt? Also okay. Das war ein Leben verloren. Gegner sehen ja irgendwie lustig aus hier, ne? Ich glaube, ich muss die. Na, schon wieder getroffen. Na, das gibt's doch nicht! Scheiße! Ich glaube, ich muss die einbabbeln und dann draufspringen oder so. Ich weiß es nicht genau. Oder muss die einfach nur alle einbabbeln? Ich muss die einbabbeln und dann die Bubbles kaputt machen oder so. Und dann kommen Früchte raus. Okay, ich scheine es hier auch geschafft zu haben. Einer kaputt. Und wenn ich von unten drunter springe, mache ich sie quasi mit den Stacheln meiner Drachenhaut kaputt oder so. Genau, wenn ich von unten da dran springe, dann gehen die kaputt. Boom, da haben wir den letzten auch weg. Das ist ja eigentlich ganz lustig hier. Da oben ist Obst. Da, 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 da. Da, 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 da. Was ist denn das hier für eine Form? Das sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Okay, wenn ich so von unten in die reinspringe, dann gehe ich drauf. Game over! Das war Game over! Ich habe nicht mal den Highscore geschafft. Ja, war ein kurzes Vergnügen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir für diese Woche. Retro Joe out.